Es ist wieder soweit, es finden wieder Veranstaltungen und Messen statt. Und ja, deswegen haben wir uns heute einen Interviewpartner gesucht, der damit zu tun hat. Und ja, wir heißen euch willkommen. Hier sind die Hausis, Tanja Thorsten. und natürlich Familie Enterich. Und ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar haben wir den Tim Nostheide hier. Hallo Tim, herzlich ihr zwei. willkommen. Tim, wir haben dich ja bereits einmal im März 2019 schon auf das Spiel doch Duisburg im Landschaftspark Nord einmal interviewt. Aber wir haben ja mittlerweile auch weitere Zuschauer bekommen, die dich vielleicht gar nicht kennen. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn überhaupt? Ich bin Tim Nostheide, Geschäftsführer des Nostheide Verlags in dritter Generation und Herausgeber der Brettspielzeitschriften Spiel Box und Spiel Doch und Veranstalter der Messe Spiel Doch in Dortmund dieses Jahr. In Dortmund dieses Jahr, ja. Da kommen wir gleich zu sprechen. Und ja, erzähl bitte doch mal den Zuschauern, wie lange arbeitest du denn schon im Verlag? Es ist ein Familienbetrieb, also bist du schon drin reingeboren oder wie sieht das aus? Kann man wirklich so sagen. Also ich war schon da eigentlich als kleines Kind und vom Kindergarten hierher und war immer unter dem Tisch von meinem Vater eigentlich und habe da noch gespielt, bis er fertig war. Angefangen, das erstmal zu arbeiten, habe ich ungefähr mit 13 sowas, da so ein paar Sachen verpacken. Und dann ging das immer weiter, bis ich dann Lagerarbeit gemacht habe während der Schule oder neben der Schule. Und dann irgendwann eben das Studium angefangen habe und dann wirklich entschieden habe, ich komme in diese Firma rein, ich will da rein. Und 2016 war ich dann voll und ganz drin, wurde zum Geschäftsführer mit meinem Vater zusammen. Und ja, seitdem bin ich eben voll und ganz dabei. Gut. Die Brettspielbox und die Spiel doch als Printmedien sind ja Zeitschriften, die sich mit Brettspielen, Gesellschaftsspielen auseinandersetzen und beschäftigen. Wie sieht es denn bei dir aus? Spielst du selber denn auch Brettspiele? Und hast du das auch schon vielleicht vor der Verlagstätigkeit getan? Du hast gerade mit 13 hast du schon angefangen, so ein bisschen da einzupacken. Wie sieht es da aus? Was hast du denn da gespielt überhaupt? Und was ist denn zum Beispiel jetzt gerade aktuell dein aktuellstes Lieblingsspiel? Ja, gespielt haben wir ganz, ganz viel eigentlich früher. Also vor allem, als ich noch kleiner war, war eigentlich jedes Wochenende wurde eigentlich gespielt. Im Urlaub, meistens waren wir in Dänemark 2 Wochen und da wurde dann jeden Tag gespielt. Meistens eher kleinere Spiele. Oder ja, ich sag mal, Siedler von Catan war einer unserer Lieblingsspiele immer gewesen schon. Und das Spielen hat dann langsam ein bisschen aufgehört, als ich jugendlich war. Wie es halt so oft ist, dann ist man quasi so eine Pause, andere Interessen. Und das kam jetzt eigentlich alles so, sage ich mal, in den letzten 6 Jahren langsam wieder. Eigentlich seitdem ich in der Firma wieder voll arbeite, seitdem habe ich auch wieder den Spaß daran, wirklich zu spielen. Treffe mich ab und zu mal mit Freunden oder eben mit meiner Familie. Und mein absolutes Lieblingsspiel ist derzeit Terraforming Mars. Das suchteln wir. Ich musste die Regeln lernen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, so als nicht so ganz Profi. Und aber das haben wir dann eigentlich wirklich jedes Wochenende ein bis zweimal gespielt. Auch in der Familie tatsächlich dann auch. Ja, vor allem in der Familie gab manchmal etwas Stress natürlich, wenn es knapp geworden ist. Aber ja, es ist oft knapp. Und auch schon die Erweiterung vorliegen gehabt oder noch nicht? Leider nicht. Ich habe sie eigentlich schon ungefähr vor, seit, ich sage mal, 2 Jahren schon zu kaufen oder 1,5 Jahre. Aber irgendwie kam ich noch nicht dazu. Ich weiß nicht, dann kam Corona. Ich kann es gar nicht so genau sagen, warum eigentlich nicht. Aber ich will sie unbedingt haben, ja. Ja, also wir haben es leider, wir müssen uns outen, wir haben es leider immer noch nicht gespielt. Bei uns kam es noch nicht auf den Tisch. Leider nicht. Wir sind da noch sehr jungfräulich in dem Bereich. Aber es gibt auch so viele, viele, viele Spiele und ja, man kann sie nicht alle sofort gespielt haben oder man muss halt auch das viel Zeit für haben, gerade weil es ja so viele Spiele und so viele Verlage mittlerweile gibt. Und ja, Corona, Segen und Fluch. Segen war es natürlich, viele Leute haben wieder zum Hobby gefunden im Laufe der Zeit. Das war natürlich jetzt eine gute Sache und ja. Jetzt haben wir dich halt ja ein bisschen kennenlernen können. Unsere Zuschauer wissen jetzt, wer du bist. Aber jetzt möchten wir vielleicht noch mal gerne kurz auch mal über deine Arbeit in dem Verlag sprechen, von dem du gerade gesprochen hast. Und zwar würde uns jetzt, glaube ich, unsere Zuschauer sehr mal interessieren, ein Blick hinter die Kulissen. Wo sitzt jetzt euer Verlag aktuell? Du hast ja gesagt, ihr seid in der dritten Generation ein Familienverlag, also ein Familienbetrieb, ein Familienunternehmen. Und
Da würde vielleicht auch mal so die Statistik zwischen Zahlen interessant sein. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Seid ihr wirklich rein als Familie oder habt ihr auch angestellte Mitarbeiter, die nicht zur Familie gehören? Und vielleicht, du hast schon die beiden Printmedien angesprochen, Spieldoch und die Brettspielbox. Was habt ihr denn noch vielleicht bei euch im Verlag? Und für die, die jetzt noch gar nicht mit euren Printmedien in Berührung gekommen sind und vielleicht aber sagen, Mensch, ich habe jetzt angefangen, durch die Pandemie zum Beispiel oder schon vorher auch Brettspiele zu spielen, mich würde mal wirklich auch eine Ausgabe interessieren. Wo kann man die bekommen? Ja. Also wir kommen erstmal aus Oberfranken, aus Bamberg, ist in der Nähe von Nürnberg. Ja, wir haben auch feste Mitarbeiter, andere als nur die Familie. Also wir sind zu viert, mein Vater, meine Mutter, mein ältester Bruder und mein älterer Bruder, ich habe noch einen, und ich eben, also vier aus der Familie. Und wir haben aber noch weitere, muss ich wieder überlegen, 8 Mitarbeiter, 8 feste und nochmal ungefähr 30 freie Redakteure, die eben für die Spielbox und für die Spieldoch schreiben. Ist in ganz Deutschland verteilt. Wir haben eben unseren Firmensitz hier, aber eigentlich ein Redakteur ist überhaupt nicht in der Nähe. Wir sind eigentlich alle sonst wo. deswegen schauen wir auch immer, dass wir uns einmal im Jahr treffen, um eben mal Sachen auch mal persönlich besprechen zu können. Rausbringen tun wir eben, wie gesagt, die Spielbox, die Spieldoch. Dann, also die Spielbox für die Kennerspiele, die Spieldoch für die Gelegenheitsspieler Spieler und Familien. Das Spielböckschen für Kinderspiele. Dann noch, muss ich überlegen, das Spielbox Special, was noch zur Spiel in Essen erscheint. Dann noch das Heft Spielmittel. Das ist jetzt im Bereich Spielwaren vor allem. Und wir haben noch gewisse Branchenverzeichnisse für unsere Region, also wo eben nochmal für Familien und Senioren so Daten eben sind, wo sind nächste Physiotherapeut und solche Sachen. Also wir sind da breit aufgestellt, aber das meiste ist eigentlich immer in dem Spielebereich, den wir haben. Mhm. Und ja, unsere Hefte zu besorgen ist ein bisschen schwieriger, da es ja wirklich eine Nische, sag ich mal, ist. Ist so eine Fachzeitschrift, die auch nicht, oder so eine richtige Special Interest Zeitschrift, eben auch nicht ganz günstig ist, ist die leider kaum noch im Handel zu erhalten. Mhm. Also hauptsächlich eigentlich nur bei uns über unseren Webshop oder über unser Abo. Und wir hatten, bis vor kurzem waren wir noch im Bahnhofsbuchhandel, aber den mussten wir leider einstellen, weil einfach die Hefte, die nicht verkauft worden sind, die wurden weggeschmissen. Und es war uns einfach zu schade. Klar. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann machen wir nur noch über den Webshop. Und wir haben noch eben ein paar ausgewählte Händler, die eben das selber unbedingt haben möchten zum Verkauf. Da habe ich vielleicht noch spontan jetzt gerade eine Frage noch, die sich jetzt mir da noch stellt. Vielleicht auch interessant für die, die sagen, Printmedien brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber gibt es sowas vielleicht bei euch auch als digital im Abo zum Beispiel? Genau, haben wir auch genauso digital. Der einzige Unterschied eben da, also das Digitale bekommt man natürlich auch schneller und ja, kann sich es eben abspeichern und sonst wie. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass wir in unserer Spielbox vor allem haben wir in fast jeder Ausgabe noch ein extra Promo zu einem Spiel, was es teilweise dann eben auch oder zumindest eine Zeit lang nur in diesem Heft eben gibt. Und das ist beim E-Paper-Abo zum Beispiel nicht dabei, beim Digitalen. Okay, aber durchaus vielleicht eine Alternative für die sagen, okay, zumindest den wichtigsten Content, nämlich die Zeitschrift, das Wissen, was drinsteht, möchte ich gerne digital überall mit hinnehmen, PDF-Reader oder eben halt Smartphone, Tablet, was auch immer. Ja, prima. Ja, 2018 war die erste Spieldoch in Duisburg. Jetzt unsere große Frage, wie kommt man zu einem von einem Printmedium zu einem Veranstalter, dass man halt ja eine Messe veranstaltet? Wie kommt das? Also die Idee war schon lange da. Die ist, ich sag mal, seit ungefähr 2013 schon da gewesen, dass man allgemein mal so noch eine Brettspielmesse im Frühjahr gebrauchen könnte. Wir haben aber auch schon im Bereich B2B-Bereich hatten wir schon Messen veranstaltet. Allerdings in einem komplett anderen Bereich, das ging es um Pokalmesse in Kassel. Aber dadurch hatten wir, sagen wir mal, schon mal Messeerfahrung, wie man das denn eigentlich angeht und wie man es aufbaut, wie man es plant. Und ja, wie gesagt, die Idee war eigentlich schon lange da und 2017 haben wir dann mal gesagt, so okay, es ist immer noch nichts passiert, also es hat einfach noch keiner gemacht. Warum eigentlich nicht wir? Wir haben gleichzeitig auch schon immer noch eine Verbreitung für unsere Zeitschrift Spieldoch gesucht, die gibt es ja auch erst seit Ende 2015. Und da die sich ein Gelegenheitsspieler oder für Gelegenheitsspieler ist, wollten wir die auch nochmal irgendwie an den Mann, an den Mensch ranbringen, an die Spieler.
Und genau so wollten wir auch eine Messe aufbauen, also dass sie eben vor allem für Gelegenheitsspieler ist. Und dann haben wir einfach mal die Aussteller abgefragt und geschaut, naja, für wen wäre das interessant? Und die Resonanz war eindeutig super. Und alle wollten. Und außerdem haben 40% unserer Abonnenten kommen aus NRW. Und damit war eigentlich für uns klar, okay, das wird Duisburg. Und dann gibt es noch dieses kleine Pünktchen, dass meine Freundin auch noch aus Duisburg kommt und ihre ganze Familie bei uns mitarbeitet. Und eigentlich sogar mein Opa aus NRW kommt, also war ziemlich schnell klar, wo wir hin müssen. Und dann haben wir es einfach mal probiert und gestartet und 2018 eben das erste Mal veranstaltet im März. Und es hat funktioniert, es hat Spaß gemacht und es hat einfach geklappt. Dann ist das also jetzt teilweise auch so ein kleiner Wehmutstropfen, dass man jetzt von Duisburg auf, ja, auf Dortmund kommt. Wie kommt es überhaupt dazu? Wir hätten es grundsätzlich nicht gemacht. Wir waren ja in Duisburg eigentlich super zufrieden. Das einzige Problem war, dass man halt nicht hätte weiter wachsen können. Mhm. Aber es war einfach schön da. Also diese Kraftzentrale, so eine Location ist einzigartig. Also war schon wirklich toll. Aber wir mussten ja eben zig Jahre jetzt verschieben und ausfallen lassen. Und das hat uns ja doch immer etwas getroffen. Und jetzt hätten wir eigentlich den Juli-Termin eben in Duisburg gehabt. Und dann fing ja in der Ukraine der Krieg an. Und da wurde die Kraftzentrale für ukrainische Flüchtlinge umgebaut. Mhm. Ja, und dann standen wir da. Was machen wir denn jetzt? Zwei Möglichkeiten. Entweder die Messe mal wieder absagen, kurzfristig mal wieder. Oder sagen, nee, wir suchen jetzt nach einer neuen Location. Und genau dafür haben wir uns absolut entschieden und so sind wir dann eigentlich letztendlich eben auch auf die Messe Dortmund gekommen, nachdem wir, ich glaube, 13 verschiedene Locations angefragt haben und mit mehreren auch schon in Verhandlungen waren und die Messe Dortmund war dann einfach mit Abstand die besten für uns. Und die Messe Dortmund, man muss ja auch sagen, da ist ja auch sehr viel Potenzial. Also wenn man da ein bisschen mehr Platz braucht, ist ja da kein Problem. Das ist ja, da ist man ja nicht so eingeschränkt. Das Einzige, jetzt seid ihr quasi von einer Frühjahrsmesse zu einer Sommermesse geworden. Ist das dann jetzt auch für die Zukunft der Plan, dass es eine Sommermesse bleibt? Oder ist es jetzt nur der Zwischenstand, weil das jetzt erstmal aus der Not herausgekommen ist? Also das ist jetzt wirklich nur eine Ausnahme, weil, also der Juli-Termin war eigentlich nur deswegen, weil in Duisburg eben die Kraftzentrale nur zu diesem Zeitpunkt frei war. Und deswegen haben wir den da eben auch genommen, sonst wäre es eventuell noch Juni war im Gespräch und sonst wie. Aber das ist jetzt eben eine einmalige Sache. Wir wollen auf jeden Fall wieder Frühjahr gehen. Also es wird sich immer Richtung Ende März, Anfang April drehen eigentlich. Ja, jetzt aktuell, du hast gesagt, Dortmund, Juli. Sei doch mal so gut und sag unseren Zuschauern nochmal das genaue Datum und wo man tatsächlich dann euch auf der Spiel doch in Dortmund dieses Jahr besuchen kann. Und gibt es da vielleicht auch noch für die, die jetzt schon bereits 2 Jahre sehnsüchtig auf eure Messe warten und schon Karten haben, gibt es da nochmal dann auch bitte den Hinweis, was mit den bereits gekauften Karten ist? Denn die sind, glaube ich, ja immer noch gültig. Genau. Also erstmal ein Termin ist 1. bis 3. Juli in der Messe Dortmund in der Halle 5 und dem Eingang Nord. Es gibt eben auch direkte, also es sind da direkt Parkplätze eben auch vorhanden. Gleich vorweg, ich will es offen sagen, die kosten auch dieses Jahr leider etwas. In Duisburg waren sie immer kostenlos. In der Messe Dortmund, wie es eben meistens leider ist beim Messegelände, kostet es leider. Da können wir auch nicht viel machen. Damit muss man leider leben. Aber die öffentliche Verkehrsanbindung ist halt eben auch da sehr top. Also es gibt, glaube ich, 2 S-Bahn-Stationen und Busstationen und Deutsche Bahn ist auch nicht weit. Also das 9-Euro-Ticket jetzt gerade ist genau in euren Zeitpunkt. Richtig, genau. Also deswegen, da ist, glaube ich, kein Problem. Und genau, die Tickets von den Jahren davor, für 2020 und 2021, die gelten natürlich alle genauso, auch für den Tag, für den sie gekauft worden sind. Also wenn es 2020 der Samstag gewesen wäre, dann wäre es jetzt auch der Samstag. Sollte aber irgendjemand zum Beispiel jetzt ein Problem haben, weil er dieses Jahr nicht am Samstag kommen kann, sondern am Sonntag, dann am besten uns einfach nur eine Mail schreiben und dann können wir das immer irgendwie klären.
Also wir sind da wirklich offen und sind ja auch für jeden dankbar, der natürlich kommt und uns unterstützt. Wir werden auf jeden Fall auch an 3 Tagen da sein. Ich habe zum Glück nämlich da auch Urlaub. Hey! Das können wir schon mal verraten. Ja, also wir werden auch da davon berichten, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich noch direkt die nächste Frage, wenn wir schon jetzt über den Beginn der Messe sprechen werden. Und zwar, was wird denn uns und auch die Besucher, die euch besuchen kommen werden, auf der Messe Tolles alles erwarten auf der kommenden Spieldoch? Und was ist denn da vielleicht für dich das persönliche Highlight? Worauf freust du dich jetzt da bei der Messe ganz besonders drauf? Erwarten jede Menge Aussteller und Marken. Also wir haben ja dieses Mal sogar 100 Aussteller und Marken. Sonst waren wir, also 2019 waren wir noch bei ungefähr 80. Die Quadratmeter sind an sich auch größer. Also viele Stände haben nochmal vergrößert. Es kamen auch viele neue dazu. Wir haben 14 Autorenstände, also die ihre Prototypen vorzeigen. Schön. Auch immer eigentlich absolut spannend. Wir haben 7 Flohmarktstände. Also und eben natürlich, und das ist eigentlich mein persönliches Highlight, also allgemein ist mein Highlight eigentlich, die komplette Messe endlich mal wieder veranstalten zu können. Wie habe ich diese Antwort vermutet? Aber wenn ich so ins Detail gehe, ist mein Highlight wirklich unsere Spieleausleihe, die wir haben. Ich habe jetzt heute mal eben die Daten bekommen, wie viele Spiele es ungefähr dort geben wird zum Ausleihen, und es sind 750 Stück. Also glaube ich, dass jeder etwas finden wird. Für jeden was dabei. War ja schon 2019 auch schon ein tolles Ding, auch wenn wir nicht die Zeit hatten, ein Exemplar mal auszuleihen. Doch, haben wir. Doch, wohl, haben wir wohl. Da haben wir davon natürlich berichtet sogar. Mensch, ja. Sicher haben wir davon. Stimmt. Doch, natürlich, doch. Doch. Ja, wir haben, doch, wir haben doch. Carcassonne. Carcassonne, natürlich, doch. Carcassonne haben wir gespielt. Also die, welche war das? Welche? Safari. Safari war das, Safari. Genau. Doch, richtig, ja, jetzt, ja. Wo du es sagst. Jetzt, wo ich es sage. Also da freue ich mich gerade, weil wir jetzt dann natürlich 3 Tage da sind, ganz besonders drauf, auch mal da wird das eine oder andere auszuleihen, was man jetzt noch nicht bei uns hat. Genau, dass man da ein bisschen mehr sieht. Wie funktioniert denn das mit dem Ausleihen? Kann man da einfach sich jetzt ein Spiel ausleihen? Man geht hin und kriegt das Spiel und dann spielt man das so, wie man es halt auf den anderen Messen kennt einfach. Ne? Nur, dass das ein Sammelsurium ist von allen Verlagen, die jetzt da sind, oder? Da. Genau, also das macht ja für uns Meeplebox Events. Das ist unser Partner, die das für uns organisieren. Weil die eben, die einfach die mehr Erfahrung darin haben als wir. Und man kann alle Spiele einfach ausleihen, ganz gehabt. Man geht da hin, sagt, ey, das Spiel hätte ich gerne. Dann bekommt man das Spiel und sucht sich einen Platz und spielt los. Es sind auch eben Erklärer da. Das heißt, wenn man mal irgendwie eine Frage hat, die meisten Spiele können eben noch erklärt werden und einem geholfen werden. Da war noch eine Frage noch dabei. Die habe ich jetzt gerade verdrängt. Habe ich es selber vergessen. Ich habe so ein Déjà-vu gerade. Genau. Das hatten wir 2019 doch auch schon mal. Ne? Genau, wir hatten 2019 auch schon mal so was Lustiges drin. Ja, ist gut. Das gehört dazu. Wie das organisiert ist, hatte ich gefragt, genau, irgendwie, genau. Genau, wie funktioniert die Ausleihe, das war die Frage. Ob das jetzt nur Spiele sind, genau. Die auf den Verlagen, die doch da sind, oder ob da auch andere Verlage hinterstecken bei den Spielen. Genau, also wir haben 2 verschiedene Arten. Es gibt einmal die allgemeine Spieleausleihe quasi, ja. Und nochmal sogenannte Fokusartikel, die werden eben besonders hingestellt. Fokusartikel wird es nur von den Ausstellern geben, die auch vor Ort sind. Ja. Und die allgemeine Spiele, von denen gibt es dann meistens auch mehrere Spiele eben gleichzeitig. Das sind nämlich auch teilweise Neuheiten. Und die allgemeine Spieleausleihe mit den ganzen restlichen Spielen, das sind von allen möglichen Verlagen. Weil da sind ja eben auch genauso gut Spiele dabei, die schon vielleicht 10 Jahre alt sind. Ich meine, oder ein Carcassonne, das muss man immer irgendwie dabei haben, weil jeder das irgendwo... Zeitloser Klassiker. Ja, absolut. Ja. Oder Siedler, ne? Siedler ist auch so ein Klassiker. Eben, ja. Also deswegen, also im Grunde ist alles da, nur vor allem Neuheiten wird es nur von Ausstellern geben, die auch dort sind. Und wird dann jetzt nur an Tischen gespielt oder auf dem Boden? Wie ist das da? Wie ist das dann gedacht? Ja, wenn kein Platz mehr ist, der Boden ist immer gut. Ne? Also es sind so viele Tische und Stühle, ich glaube, es reicht. Aber sollte der Andrang wirklich so groß, also erstmal allgemein gesagt, auf der gesamten Messe gibt es ungefähr über 1000 Plätze. Zum Spielen. Mhm. Und sollte der Platz wirklich nicht reichen, weil der Andrang so groß ist oder ich weiß nicht was,
Wir haben noch mal Tische und Stühle im Petto. Also wir können noch mal die allgemeine Spieleausleihe noch mal ein ordentliches Stück vergrößern notfalls. Also wir haben Ausweichmöglichkeiten, haben wir eben auch schon mit der Messe Dortmund. Wie gesagt, die kommen uns sehr gut entgegen und unterstützen uns eben auch, wo es geht. Und wir haben alle Möglichkeiten noch offen. Mhm. Ich habe gerade noch eine Frage. Wir haben jetzt gerade, wenn ich zusammenfasse, von dir gehört, über 100 Aussteller und Marken. Wir haben einen Gebrauchtwaren-Flohmarkt für Brettspiele und Gesellschaftsspiele, über den ich mich dann auch sehr freue, da mal zu stöbern. Wie sieht es denn logistisch aus? Tanja hat es gerade vorhin ja schon angesprochen, vielleicht werden auch viele euch besuchen kommen mit dem 9-Euro-Ticket. Habt ihr da vielleicht für die, die wirklich mit Bus und Bahn unterwegs sind, euch besuchen kommen, auch die Möglichkeit, die gekauften Spiele liefern zu lassen, zu versenden? Habt ihr da sowas in Planung? Haben wir noch nicht. Wir sind einfach noch dafür, glaube ich, zu klein, um das zu machen. Was wir aber haben ist, also es gibt eine Garderobe und da kann man zumindest, wenn man den ganzen Tag jetzt eben da ist, sein Spiel eben auch da abgeben. Mhm. Also wenn man da einen Beutel mit, keine Ahnung, sagen wir mal 4 Spielen abgibt, kostet einmal 2 Euro eben dafür an der Garderobe und kann man sie zumindest auf jeden Fall zwischenlagern, wenn man eben mit der Bahn da ist. Und dann am Ende nimmt man seine, naja, wenn es 10 Tüten sind, wunderbar. Mhm. Und kann die dann da eben wieder abholen und dann mit der Bahn. Aber mit dem Verschicken haben wir noch nicht, weil dafür sind wir einfach noch, glaube ich, etwas zu klein, um ganz ehrlich zu sein. Und heißt, jetzt, wo du mit der Tasche redest, jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Das ist ja auch immer in den Brettspiel-Bublin und Communities wird das immer heiß diskutiert. Wie sieht das denn aus mit diesen Kochon-Koffern, mit diesen riesengroßen? Ist alles bei euch erlaubt? Sind auch diese großen, ich krieg's ja immer mit, also ich bin auch eine kleine Frau, ne? Also sind diese Koffer erlaubt? Und könnte man den ja dann auch in der Garderobe abgeben? Das ist jetzt halt eine Doppelfrage. Gute Frage. Ja. Ja, also es gibt Sachen, die haben wir auch vielleicht noch nicht ganz bedacht. Mhm. Meine Mutter würde jetzt auf jeden Fall sagen, die ist auch nicht gerade groß. Ich glaube, du bist auf jeden Fall größer als sie. Ja, ich glaube auch, aber nicht viel. Ich glaube, sie ist ein bisschen kleiner, aber nicht viel. Ich bin auch klein. Aber sie würde auch sofort sagen, nein, die kommen mir hier nicht rein. Aber wir haben eben auch den Vorteil, dass dieses Mal die Gänge zum Beispiel auch 4 Meter breit sind, statt 3 Meter. Mhm. Das heißt, es ist allgemein schon mehr Platz. Mhm. Bis jetzt haben wir noch nicht geplant, irgendwie so etwas zu verbieten. Mhm. So kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil wir haben noch gar nicht drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Das ist ja jetzt ist auch nur die Größe, ne? Ja. Ja. Aber lass das halte ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Genau. Ja. Bitte? Ich wollte gerade sagen, Entschuldige, wir lassen uns vielleicht da einfach mal auch überraschen. Es sind ja auch für euch jetzt völlig neue Erfahrungswerte, die ihr auch als Veranstalter dann natürlich sammelt jetzt in Dortmund, ne? Ja, das ist wohl wahr. Eine Frage, die ich jetzt dazu natürlich auch noch habe, du hast gerade schon so ein bisschen das angesprochen, ihr habt jetzt auch breitere Wege, breitere Gänge. Gibt es unter Umständen jetzt, was vielleicht auch viele Besucher immer noch durch die Pandemie bedingt interessiert, was die vielleicht bei euch, wenn sie euch besuchen, beachten müssen im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen? Maskenpflicht zum Beispiel, gibt es Desinfektionsspender oder ähnliches? Ja, also alle Regeln wurden ja aufgehoben. Mhm. Es gibt ja an sich keine Verpflichtungen mehr. Mhm. Wer natürlich Maske tragen möchte, kann das natürlich jederzeit auch machen. Wir haben abgefragt und viele sind eben wirklich dagegen, also wollen keine Maskenpflicht haben. Das heißt, das wird es nicht geben. Hygienespender werden natürlich hier und da welche stehen, plus eben natürlich die Gänge sind breiter und auch die Reinigungskräfte werden deutlich öfters sauber machen als normalerweise. Prima. Also, dass wirklich immer alles passt. Zusätzlich haben wir noch einen Innenhof auch. Das heißt, wenn man mal frische Luft schnappen will, kann man jederzeit rausgehen. Und die Halle, weil es eben eine richtige Messehalle ist, hat die auch richtige Belüftungsanlagen. Mhm. Und zwar sehr gute. Das heißt, wir können auch wirklich durchgehend Frischluft reintun und ja, funktioniert. Habe ich noch vielleicht eine Frage so für den hungrigen Bären unter uns, der dann lange Fahrt auf sich nimmt und euch besucht. Wie sieht es mit Verpflegung aus? Außer das Stühlchen von morgens, was ich selber mitbringe. Ihr hattet in Duisburg ja so schöne kleine nette Wagen, wo man was Leckeres erstehen konnte. Also haben wir natürlich auch wieder. Ich meine, das ist ein Muss. Sowas braucht man einfach für eine Messe und vor allem bei einer Brettspielmesse. Es muss einfach sein. Ich hole mir auch jeden Tag da was.
Wir haben direkt am Eingang, also ich sage nochmal, also die Hallen öffnen ja um 10 Uhr, kann man ins Foyer reingehen. Und um 9.30 Uhr kann man ins Foyer reingehen. Und ab 10 Uhr geht es in die Hallen. Und im Foyer haben wir schon mal so ein schönes Café, wo es eben ganz viele spezielle Kaffeesorten gibt oder spezielle Kaffees. Klingt gut. Und in der Halle selber haben wir eine Backstube mit verschiedener Backware. Und im Innenhof haben wir nochmal zwei Foodtrucks. Da wird es dann noch Bratwürste geben, Burger, Crepe. Ich vergesse immer eins. Und Currywurst, genau. Alles da, was der Ruhrpottler braucht. Ja, Currywurst ist auch sehr wichtig, ne? Sehr schön. Ja, wir hatten ja, wir haben vorhin ja schon mal ganz kurz über nächstes Jahr gesprochen, auch, dass ihr das dann wieder als Frühjahrsmesse machen wollen würdet. Gibt es da schon konkrete Pläne oder ist das jetzt noch alles abhängig von dem Termin, der jetzt stattfindet und sind da noch Verhandlungen erst nötig? Habt ihr da schon irgendwelche Informationen, die wir schon vorspicken können oder? Ja, also dieses Jahr, wir sind einfach nur froh, überhaupt eine Messe jetzt endlich veranstalten zu können. Ich meine, die kurze Zeit zum Location-Wechsel hat alles eigentlich durcheinander gebracht. Wir sind da einfach nur ganz froh. Wie es nächstes Jahr aussieht, wissen wir noch nicht genau. Nur eben den Zeitpunkt, der ist klar, der ist fix. Wir haben natürlich schon Gespräche mit der Messe Dortmund auch geführt. Aber man weiß ja noch nicht, wie es dieses Jahr läuft. Deswegen müssen wir ganz ehrlich einfach mal abwarten. Mhm. Und kurz nach der Messe wissen wir es quasi schon. Aber vielleicht sogar schon am Sonntag kann ich vielleicht schon sagen, okay, ja, ich weiß, wo wir sind. Aber es ist noch nicht fix. Ich glaube, ihr auch als Veranstalter habt auch in den letzten 2,5 Jahren auch eine Menge dazugelernt, geduldig und flexibel sein zu müssen. Das habt ihr ja bewiesen durch, wie du schon sagtest, ja den Umzug von Duisburg nach Dortmund. Ihr musstet immer wieder die Messe, geplante Messe verschieben, schweren Herzens, was euch bestimmt nicht leicht gefallen ist, aber der bessere Weg ist. Von daher gehört da jetzt, glaube ich, eine Menge Herzblut was dazu, was ihr reingesteckt habt. Deswegen freuen wir uns auch umso sehr darauf, dass sie jetzt endlich stattfindet. Und gibt es vielleicht an der Stelle etwas, was du noch dann unseren Zuschauern auch noch mit auf den Weg geben willst, was du sagen möchtest? Ich freue mich ganz ehrlich einfach nur auf alle, die kommen. Ich freue mich drauf, endlich wieder Menschen auch zu treffen, die ich schon jetzt seit vor Corona nicht mehr live getroffen habe. Was auf so einer Messe, da ist ja immer eigentlich die Stimmung so schön locker. Auch obwohl, ich habe es immer 2019, 2018 gemerkt, das waren ja für mich die ersten selbstveranstalteten Messen. Und es war, obwohl ständig irgendwas zu tun war und man natürlich kaum schläft, viel Arbeit hat, aber man ist trotzdem einfach nur gut drauf die ganze Zeit. Und genau darauf freue ich mich. Und ich freue mich auf alle Besucher, die kommen. Es gibt mehr als genug zu spielen. Deswegen, ja, ich freue mich einfach nur. Das sieht man dir, glaube ich, auch richtig an gerade. Ja, das sieht man. Ja. Dann sind wir mit unseren Fragen eigentlich, glaube ich, an der Stelle durch. Genau. Es sei denn, du hast noch eine. Nein, ich bin auch wunschlos glücklich. Ich freue mich jetzt auch dann, wenn es dann endlich losgeht. Und jetzt müssen wir leider noch ein paar Wochen warten, aber so lang ist es ja nicht mehr. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg mit der Messe und auch mit dem Standort und vor allen Dingen ganz viele liebe Besucher, die auch Spaß haben. Und danke für das liebe Interview. Hat uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wir freuen uns darauf, auch auf tierisch selbst vor Ort zu sein. Dann sehen wir uns auch persönlich dann bestimmt nochmal wieder für ein kleines Pläuschen am Rande. Genau. Und wenn ihr noch nichts vorhabt am 1. bis 3.7. und habt sogar schon das 9-Euro-Ticket zum Beispiel in der Tasche, dann nutzt die Gelegenheit, fahrt auf jeden Fall mal nach Dortmund in die Messe, Halle 5 hast du gesagt, und besucht mal den Tim und die Spieldoch in Dortmund und lasst es euch da einfach mal da gut gehen. Wir haben gehört, es gibt zu spielen, es gibt zu essen, ihr könnt das, was ihr vielleicht mitnehmen wollt, an der Garderobe vorher abgeben. Was will man eigentlich mehr? Genau. Und
Vielleicht ist für den einen oder anderen ja auch interessant. Wir sind ja auch alle Tage da. Das heißt, ihr könnt uns auch gerne ansprechen. Vielleicht spielen wir auch mal hier und da eine Runde zusammen. Kein Problem. Spielen geht da, ja, haben wir gehört. Genau, spielen geht da. Und wir haben unsere Buttons dabei. Ihr kriegt auf jeden Fall auch ein paar Button, wenn, solange der Vorrat reicht natürlich. Und ja, wir freuen uns für die, und ja, für die Messe und für uns alle, für uns Brettspieler. Und wir sagen danke, bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja, Thorsten und Gast Tim. Tschüss. Ja. Ja, und jetzt am Ende des Interviews haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar verlosen wir mit dem Tim zusammen, ja, Eintrittskarten. 2x2 Karten könnt ihr gewinnen mit dem Hashtag Tickets, beziehungsweise, ja, wir haben noch eine zweite Überraschung, und zwar, ihr könnt auch noch zusätzlich 2 Abos gewinnen, und zwar, wir verlosen mit dem Tim zusammen einmal die Spieldoch-Zeitschrift, die erscheint ja 2x pro Jahr, und ja, dieses Abo möchte er 2x in den Pott werfen, und 2 glückliche Gewinner von euch können das haben. Da schreibt einfach Hashtag Spiel doch. Natürlich zusammengeschrieben. Viel Erfolg! Ja, hallo, da sind wir mal wieder. Und heute haben wir ein besonderes Thema. Ja, es ist wieder so weit, jetzt reden wir. Cut, nochmal. Fängt schon gut an. Ich merke es nicht, ja. Ja, oh Gott. Oh Mann, es ist immer das Gleiche. Wir haben gute Outtakes manchmal. Denke ich, ne? Ja, es ist wieder soweit. Es finden wieder Messen statt und es finden wieder Veranstaltungen. Geht's aber nochmal. Cut. Ja, alle guten Dinge sind 3.